um sozusagen sicherzustellen, dass da jetzt nicht parallel unterschiedliche Lösungen für gleiche Probleme entwickelt werden. Parallelität an sich ist in der Forschung eigentlich was sehr Schönes, aber eben nicht in der Bereitstellung von Services. Base for NFTI ist noch ziemlich neu. Manche Menschen, die von der nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFTI gehört haben oder damit zu tun haben, haben vielleicht eine vage Vorstellung, was Base for NFTI ist. Manche aber auch nicht. Was Base ist und was nicht, das klären wir jetzt. Dafür habe ich als Gast, als Expertin Sandra Zenkert vom Base-Team. Sandra, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Super. Ja, Base for NFTI ist eine Initiative und unterscheidet sich von den anderen NFTI-Konsortien darin, dass es Querschnittsdienste liefert. Was können wir uns darunter vorstellen? Was macht diese Querschnittsdienste aus? Also die Basisdienste, die durch Base for NFTI gefördert werden, sind technisch-organisatorische Dienste, die möglichst allen Konsortien zur Verfügung stehen sollen und die sozusagen auch entsprechend skalieren sollen. Das vielleicht einfach mal als generelles Konzept dazu, was man sich darunter vorstellen kann. Und was sind dann Beispiele für so einen Basisdienst? Also ein Beispiel wäre aktuell der Dienst, der als allererstes gestartet ist. Das ist der Dienst IAM for NFTI. Dabei handelt es sich um einen Authentifizierungs- und Autorisierungsservice, der genutzt werden kann, um sozusagen Zugang zu verschiedenen Services zu erhalten. Die Idee dahinter ist, dass sozusagen nicht was Neues entwickelt wird, also eine neue Zugangsmöglichkeit, wie beispielsweise man das vielleicht kennt vom DFN, dass man sich mit seinem Login, das man von seinem Institut bekommen hat, von der Universität oder auch von der Bibliothek, bei verschiedenen anderen Universitäten einloggen kann, um dort Dienste zu nutzen, sondern IAM versucht sozusagen diese Dienste, die es gibt, vom DFN, von EduGain, aber auch sogenannte Social Logins, wie beispielsweise über die Org-ID, miteinander kompatibel zu machen und darüber dann Zugang zu ermöglichen zu Services, die an verschiedenen Institutionen entwickelt werden, aber eben auch in den verschiedenen Konsortien der NFDI. Macht das Leben leichter. Eindeutig, super. Und welchen anderen Dienst gibt es noch? Es gibt den PID-Service. Was ist das? Da geht es um Persistent Identifier. Ein Persistent Identifier, den die meisten kennen, ist die DOI, also die Digital Object Identifier für Publikationen. Es gibt aber viele weitere Identifier für Personen, für Institutionen und eben auch für andere Outputs, die in der Wissenschaft generiert werden, wie eben Daten. Und darüber einen besseren Überblick zu bekommen, eine Strategie zu entwickeln und auch PIDs für neue Outputs zur Verfügung zu stellen, das möchte dieser Service leisten. Dann gibt es noch die Terminology Services. Und da könntest du vielleicht mal ein Anwendungsbeispiel erzählen. Ja, was ist das? Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Die Terminology Services, also ich muss ehrlicherweise sagen, am Anfang hatte ich erstmal auch so ein bisschen Probleme damit, diesen Begriff Terminologie besser zu verstehen. Und man kann sich das so vorstellen, es gibt Begriffe in der Wissenschaft, die immer wieder benutzt werden. Also ich selbst beispielsweise bin Psychologin und habe im Bereich Stress geforscht. Das heißt, ich habe viel nach Publikationen zum Thema Stress gesucht. Und ich hatte immer wieder das Problem, dass ich bei manchen Suchportalen dann beispielsweise auch auf Publikationen aus den Materialwissenschaften gestoßen bin. Und wobei Terminologien jetzt helfen, ist sozusagen den Kontext herzustellen. Und diese Terminologie-Services, die in Base for NFTI entwickelt werden, bieten einfach kleine Werkzeuge, sogenannte Microservices, Widgets, die dabei helfen, auf diese Terminologien zuzugreifen, die einzubinden, beispielsweise in sein Suchportal oder in sein elektronisches Labortagebuch, um sozusagen gezielter nach Begriffen suchen zu können und auch Zusammenhänge oder auch ähnliche Begriffe besser finden zu können. Großartig. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass jede Disziplin ja ihre eigene Fachsprache hat und dass das enorm hilft, da miteinander in einen Abgleich zu kommen. Super.
Ich habe jetzt so eine andere Frage, die ich dich ganz nett finde, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wie diese Basisdienste entstehen. Und Sandra, wenn du auf einer Party bist und gefragt wirst, was du beruflich machst, was erzählst du dann? Genau, also wenn ich auf Partys bin und erzähle, was ich mache, dann muss ich erstmal ganz kurz anfangen zu erklären, wie sozusagen noch Strukturen in der NFDI vorhanden sind. Und zwar gibt es ja einerseits diese Fachkonsortien, die für ihre Disziplinen jeweils Services oder Infrastruktur entwickeln, um faires Datenteilen zu ermöglichen. Und es gibt aber auch so Querschnittsarbeitsgruppen. Das sind die Sektionen, die sich mit Themen beschäftigen, die sozusagen für alle wichtig sind. Das ist einmal die Sektion Common Infrastructures, also wo es um gemeinsame Nutzung von Infrastruktur geht. Dann gibt es die Sektion Metadaten. Es gibt eine Sektion zum Thema Training und Education, zu rechtlichen Fragen und auch zur Zusammenarbeit mit der Industrie. Und das sind genau die Gruppen, wo auch die Ideen für die Basisdienste herkommen. Mhm. Und die sozusagen auch antragsberechtigt sind für Base for NFDI. Und dort mitzuarbeiten ist sehr aufwendig. Und ich bin sogenannte Section Liaison Officer. Und Liaison, dieser Begriff, bedeutet Verbindung. Mhm. Und ich unterstütze sozusagen einerseits die Arbeit der Sektionen und versuche aber vor allem auch Verbindungen zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen herzustellen, Themen aufzudecken, die vielleicht in der einen Arbeitsgruppe aufgetaucht sind und sozusagen gut auch in eine andere Arbeitsgruppe reinpassen würden, um dann diesen Diskurs zu möglichen Basisdiensten auch anzuregen. Und wie stelle ich mir das Antragsverfahren vor? Also was müsste ich als potenzielle Antragstellerin wissen? Genau, als potenzielle Antragsteller muss man wissen, dass eben diese Anträge auch wirklich nur aus den Sektionen der NFDI gestellt werden können. Das heißt, da muss man hingehen, wenn man eine Idee hat, muss einen Diskurs anregen und muss dann auch die Unterstützung der Sektion haben. Mhm. Dann ist es wichtig zu wissen, dass sozusagen Base for NFDI nicht einfach eine Förderung für eine sehr lange Zeit ausgibt, sondern um sicherzustellen, dass der Service sich gut entwickelt und auch wirklich gut von den Konsortien integriert wird und angenommen wird, besteht sozusagen die Finanzierung in drei Phasen. Die erste Phase ist die Initialisierungsphase. Das ist so eine Art Marktforschungs- und Prototypenphase. Die dauert etwa ein Jahr. Mhm. Danach kommt die Integrationsphase, wo man mit seinen Prototypen sozusagen in die Konsortien gehen soll, um diese dort einzubauen. Am Ende steht dann die Ramp-up-Phase, wo es darum geht, ein eigenes Betriebsmodell zu finden, um sozusagen den Service auf eigene Füße zu stellen, damit er auch langfristig für alle verfügbar ist. Über jede Phase steigen die Kriterien an. Das heißt, man braucht immer mehr Unterstützung von den Konsortien beispielsweise, um auch wirklich sicherzustellen, dass man nicht am Bedarf der Konsortien vorbei entwickelt. Und dann werden Stellen gefördert, habe ich richtig verstanden, und keine Infrastrukturen. Und welche Rolle spielen dann Infrastruktureinrichtungen? Ich frage das, weil ZBMed ist ja eine Infrastruktureinrichtung. Welche Rolle spielt dann beispielsweise ZBMed? Genau, also Base for NFDI bietet sozusagen eine Finanzierungsmöglichkeit für die Entwicklung von Software oder für die Weiterentwicklung von Software, für die Entwicklung von Anwendungen sozusagen und von Services. Und die Infrastruktur, die dafür benötigt wird, also die Hardware beispielsweise, die muss in Kooperation mit Institutionen wie beispielsweise ZBMed zur Verfügung gestellt werden. Also der Terminologieservice beispielsweise greift unter anderem darauf zurück. Und es gibt jetzt aber beispielsweise auch den Service Jupyter for NFDI, der nutzt beispielsweise Ressourcen von einem großen Rechenzentrum, um sozusagen dort die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu haben. Das sind die neuen Projekte, die gerade beschlossen wurden. Genau. Kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Wo wir gerade bei den Infrastruktureinrichtungen sind, ich wüsste nochmal gerne bei diesem Thema, was ist Base und was ist Base nicht? Und was ist Base jetzt konkret nicht, damit wir alle Missverständnisse ausräumen? Genau, also ein Missverständnis, das es immer gibt, ist, dass eben Base for NFDI selbst auch diese Ressourcen zur Verfügung stellt. Also Base for NFDI wird zum Beispiel selbst keinen Cloud-Speicher zur Verfügung stellen, aber es kann möglich sein, dass sich bei uns ein Service bewirbt und auch von uns gefördert wird, der dann so eine Art Cloud-Service zur Verfügung stellt, aber eben in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, die dann wieder sozusagen die Speicherkapazität eigentlich zur Verfügung stellen.
Genau. Es funktioniert durch das Zusammenspiel der ganzen Infrastrukturen. Genau. Ja, das ist super. Genau. Base ist ja später gestartet als die anderen Konsortien. Also Base ist im März 2023 gestartet. Und ich habe den Eindruck, dass Base gerade jetzt so wichtig ist oder wichtig, immer wichtiger wird. Warum? Stimmt das so? Genau, also Base for NFDI wurde in der dritten Runde der NFDI-Konsortien als eine der letzten Initiativen gefördert. Mhm. Und wird gerade jetzt wichtig, weil sozusagen alle Konsortien jetzt angefangen haben zu arbeiten und ihre Services entwickeln. Mhm. Und um sozusagen sicherzustellen, dass da jetzt nicht parallel unterschiedliche Lösungen für gleiche Probleme entwickelt werden. Parallelität an sich ist in der Forschung eigentlich was sehr Schönes, aber eben nicht in der Bereitstellung von Services. Das heißt, es wird durch Base for NFDI auf eine Harmonisierung und Standardisierung und Interoperabilität der Services hingearbeitet, mhm. um am Ende zu möglichst einer NFDI zu kommen, sozusagen. Mhm. Dem, was wir dann die nationale Forschungsdateninfrastruktur nennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch auf europäischer Ebene beispielsweise die Entwicklung der European Open Science Cloud. Und wir versuchen natürlich, die Services aus der NFDI auch mit dieser EOS interoperabel zu machen, dass die Services der NFDI nicht nur in Deutschland, sondern eben mindestens auch europaweit genutzt werden können. Und dann spielen auch die neuen Basisdienste rein, die gerade genehmigt wurden. Welche sind das? Du hast ja einen schon erwähnt. Und was sind die anderen beiden? Genau, den einen hatte ich schon erwähnt. Die anderen beiden sind einmal DMP for NFDI. Da geht es darum, dass Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden soll und aber auch Beratung und Trainings zum Thema Datenmanagementpläne, die dann sozusagen fachspezifisch zur Verfügung gestellt werden können, also beispielsweise Templates, die ich benutzen kann, um in meinem Fach einen Datenmanagementplan zu erstellen und dann auch über das Projekt zu benutzen. Mhm. Und der weitere Dienst, der jetzt gefördert wird, ist der KG for NFDI. KG steht für Knowledge Graphs. Und das ist sozusagen eine Repräsentation von Wissen. Das ist eine Methode, die in vielen Disziplinen benutzt wird, in manchen gar nicht so viel. Und was jetzt sozusagen einerseits passieren soll, ist, dass mal eine Übersicht geschaffen wird über Knowledge Graphs, die in den verschiedenen Konsortien benutzt werden. Und auch diese sollen miteinander interoperabel gemacht werden können, damit sozusagen auch der Austausch zwischen den Disziplinen dort angeregt werden kann und Daten besser auffindbar sind, auch über Disziplingrenzen hinaus. Und ist ZBMed beteiligt an dem? ZBMed ist bei DMP und beim Knowledge Graph Service beteiligt, genau. Super. Und wenn ich jetzt eine Forschende außerhalb der NFDI-Konsortien wäre, wäre das für mich auch möglich, diese Basisdienste zu nutzen, oder ist es erstmal nur innerhalb der NFDI-Struktur möglich? Genau, das ist eine Frage, die wir tatsächlich immer wieder bekommen. Und die Services befinden sich ja aktuell noch in diesem Entwicklungsstatus, also teilweise auch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Mhm. Und die Frage kann man tatsächlich für alle Services unterschiedlich beantworten. Aber insgesamt muss man sagen, diese Services sollen auch später außerhalb der NFDI natürlich nutzbar sein. Also einerseits bekommt man natürlich über den Authentifizierungsdienst die Möglichkeit, auch auf mehr Services zuzugreifen, oder beispielsweise der Terminologie-Service hostet die Widgets, die jetzt als Prototypen vorhanden sind, auf GitHub. Die kann man sich jetzt sozusagen schon anschauen, kann mit ihnen rumspielen und kann sie auch integrieren. Und auch die weiteren Dienste sollen natürlich durch ihre Skalierbarkeit für die Konsortien einerseits zur Verfügung stehen, aber die Konsortien arbeiten ja wiederum für ihre Fachdisziplinen. Mhm. Und die sind natürlich vorhanden, vor allem an den Institutionen, Forschungsinstituten in Deutschland, aber eben auch weltweit. Vielen Dank, Sandra. Das hat uns sehr erhellt. Fazit ist also, Base ist selbst kein Infrastrukturdienst, sondern fördert die Entwicklung von Basisdiensten mit Mehrwert.